Hallo und herzlich willkommen bei Ellen Stempel Grüße Haßfurt und willkommen zu unserem nächsten Blockhop in 2024. Ja, die Zeit vergeht, es sind dann schon wieder 4 Wochen rum. Wir machen ja einmal im Monat im Team Kreativstempel einmal im Monat einen Blockhop, einmal im Monat YouTube-Hop und einen Insta-Hop. Und das sind immer verschiedene Kolleginnen, die sich zusammenfinden, je nachdem, wer Zeit hat, was vorzubereiten, was zu machen. Manchmal fällt dann auch immer eine aus, aber im Endeffekt sind es doch, ich sage mal, so ein bisschen ein harter Kern, der immer mitmacht. Dieses Mal haben wir eine Squash-Fold-Card. Ich zeige sie euch mal. Gearbeitet habe ich hier mit relativ neuen Produkten. Einmal mit dem Designerpapier aus der Celebration. Ich zeige sie euch mal. Die ist doch toll, oder? Ich finde die cool. Ist zwar sehr groß und man braucht auch ein bisschen was an Papier und Designerpapier. Aber dadurch, dass die Stücke nicht allzu groß sind, kann man auch ein bisschen Resteverwertung machen und man kann auch mit Designerpapier arbeiten, das nur 6 Inch mal 6 Inch ist, also 15,2 mal 15,2 cm. Man braucht kein großes, weil es sind zwar große Formate, aber kleine Stücke, die aufgeklebt werden. Das ist das tolle Designerpapier, Federn voller Fantasie, das es jetzt noch bis 29. Februar in der Celebration gibt. Die Zeit im Jahr bei Stampin' Up, wo es so viele kostenlose Geschenke gibt, ab 60 Euro kann man sich beschenken lassen, also Katalogwert oder aus der, also alles, was es zu bestellen gibt, auch aus dem exklusiv online oder so, das zählt alles zum Einkaufspreis dazu, die Versandkosten nicht, ne? Also nur, was man an Ware bestellt und das ist einfach goldig, also mit den Bibbeli, ich finde die so schön. Stanzen sind da keine dabei, aber das ist relativ schön flächig, das kann man gut ausschneiden. Ne? Oder das habe ich dann auch schon mit einer Kreisstanze schon ausgeschnitten oder so, das ist auch schön. Tolle Farben, ich sag's euch immer. Boho-Blau, Babyrosa, Kalypso, Savanne, Osterglocke, Flamingo-Rot, Fräsin-Lila, Gattengrün, Lagunenblau, Abendblau, Pekanuss und Lindgrün. Also da ist für jeden was dabei. Die Rückseiten sind auch schön, ein bisschen so marmoriert in Blau und in Babyrosa ist marmoriert. Dann haben wir, das andere habe ich jetzt noch nicht offen, das zweite, ich habe mir das nämlich gleich noch einmal gesichert. Pekanuss ist auch schön, ist ja eine neue Farbe. Also, ganz tolles, schönes, wunderschönes Designerpapier. Das habe ich mir gleich bei der letzten Bestellung noch einmal mitbestellt. Eine Squash-Fold-Card. Die wird aus 3 Teilen zusammengesetzt. Das sind 3 Quadrate, 21 mal 21. Die werden dann gefalzt und aneinander geklebt. Hier ist es jeweils geklebt. Also das mittlere Teil sitzt oben auf den Zweien. Und ja, und dann wird es ausdekoriert. Und falzen, wenn es gefalzt ist und man hat es das erste Mal richtig zusammengelegt, also zusammengefaltet und falzt noch einmal nach, so im geschlossenen Zustand, dann, dann öffnet und legt es sich von ganz allein, ne? Also in die richtige Richtung. Da muss man keine Angst davon haben, dass man sie nicht richtig zusammengefaltet kriegt. Und dann ist ein Band unterlegt, da am Deckblatt, also vorne wird es angeklebt. Ansonsten lässt man es hinten offen, weil sonst faltet sie sich ja nicht auf, weil das würde ja das Ganze begrenzen. Jawohl, also hier habe ich auch noch altes Glitzerpapier verwendet mit den Stanzformen. Ich zeige es euch einmal, was ich alles verwendet habe. Ich schreibe auch alles noch einmal in die Infobox. Beziehungsweise ich verlinke euch meinen Blockhop. Wir haben ja Blockhop heute. Ich verlinke euch alles im Blockhop, die Materialien und die Maße, die ich verwendet habe. Und
Ja, da ist das Florale Freundschaft aus exklusiv online mit den Stanzformen. Hier habe ich das verwendet, ne, mit dem Kreis. Das werden wir heute verwenden als Akzent. Dann habe ich hier mir zum Geburtstag, oder? Was habe ich denn da ausgesucht? Mit Liebe für dich ausgesucht, genau. Werden wir heute verwenden. Dann, das ist auch von Exklusiv Online, Elegant Floral ist auch eine Produktreihe bzw. ein Produktpaket. Stempelset mit Stanzen, wenn man beides zusammenkauft, dann hat man 10% Ermäßigung. Das ist aus dem neuen Frühjahr-Sommerkatalog, finde ich auch so schön mit den Hintergründen. Da kann man ein bisschen so Vintage und da ist auch noch so ein Punktestempel, kann man immer gebrauchen und zarte Blüten. Und wir arbeiten heute mit Brombeermus, mit Papageiengrün und mit Sommerbeere. Ich habe natürlich schon einiges vorbereitet, also ja, fast alles, damit das Video nicht zu lang wird. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob das alles so funktioniert. Ja, scheint zu funktionieren. Gut. Ich habe nämlich was Neues. Ich habe eine neue Ringleuchte und mit einer integrierten Handyhalterung. Und schau mal, ob ich da jetzt mit der Beleuchtung besser zurechtkomme, weil letztes Mal ist da immer, ich habe jetzt auch rechts neben mir ist ein Fenster. Und je nachdem, wie hell es draußen ist, scheint mir da immer so ein bisschen das Licht rein und stört im Video. Das habe ich selber schon festgestellt gehabt und der eine oder andere oder die eine oder andere hat es auch einmal drunter geschrieben, dass es ein bisschen stört, wenn das da so ist wie so ein Blenden. Und jetzt habe ich einmal ein Rollo runter, habe das vorhin einmal ausprobiert. Also es sollte heute besser funktionieren. Also vorbereitet habe ich dreimal Farbkarton in 21 mal 21. Wird gefalzt wie folgt. Ihr legt es ein, es ist ja ein Quadrat, ihr legt es ein und falzt praktisch bei der Hälfte bei 10,5. Einmal diese Seite und einmal die andere, also ein Kreuz reinfalzen. Und einmal legt es in die Diagonale und falzt von Spitze zu Spitze. Einmal. Die andere Seite wird nicht von Spitze zu Spitze gefalzt. Das macht ihr bei allen dreien. Dann braucht ihr Designerpapier. Und zwar ist Folgendes beim Designerpapier zu beachten. Geht das da her? Nee, das geht nicht daher. Oh, jetzt habe ich was durcheinander gebracht. Ach, da gehört es hin. Hab schon. Alles gut. So. Beim Designerpapier ist Folgendes. Ich zeige es euch noch einmal an der Karte. Die Schneidemaschine. Die kann ich wegräumen. Ich sage euch die Maße ja dazu. Oder ihr schaut auf meinem Blogbeitrag nach. Da steht noch einmal alles drauf. Und zwar geht es jetzt um dieses Designerpapier. Ihr könnt es innen natürlich die Felder anders bestücken, wenn ihr wollt. Ihr könnt das dann als Designerpapier machen und die anderen anders gestalten oder alles bestempeln. Entschuldigung, könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Es ist nur so, wenn man das so machen will, ist es wichtig, dass ihr ein Designerpapier habt, weil das ja auf Spitz steht, ne? Ich hätte nämlich gerne, das habe ich mir auch schon zurechtgeschnitten, aber 6 Stück, aber war umsonst, habe ich vorher nicht aufgepasst. Ich hätte gern dieses Designerpapier genommen für diese Felder. Jetzt ist es nur so, wenn ich das diagonal auseinanderschneide, dann sind die Bibeli, weil die ja alle so sitzen, so, dann sitzen die alle schräg und das hat mir dann doch nicht gefallen. Also müsst ihr aufpassen, dass ihr ein Designerpapier habt, das so, ich sage mal, wild gemustert ist, wie hier. Wo es in alle Richtungen geht. Oder vielleicht nur gepunktet oder so. Es müsst ihr, am besten, ihr schneidet euch einmal ein Teil 10x10 zu. 10x10? Ja. 10x10 zu und haltet es mal hin und schaut, ob euch das gefällt. Bei dem Designerpapier, das ist übrigens aus dem, auch aus Exklusiv Online, Fabelhaft Floral. Ist ein wunderschönes Designerpapier, finde ich. Ist edel. Das gehört da zu dem einen
Stempelsets mit Stanzformen. Ne? Da sind übrigens auch Stanzformen für eine Orchideenblüte dabei. Die habe ich beim letzten oder beim vorletzten Video. Nee, bei einem Instagram-Hop habe ich das verwendet. Genau. Da habe ich die Blüten drauf gemacht. Wunderschön. Auch wenn man sie auf Pergamentpapier, wenn man es macht. Man kann Pergamentpapier ja ganz toll einfärben mit den Alkoholmarkern. Und dann kriegt man so richtig so ein bisschen marmoriertes Papier. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Oh, das Video wird wieder länger, ich sehe das schon. Ne? So. Und dann ausgestanzt. Das ist Pergamentpapier. Und dann kriegt man ganz tolle Blütenblätter. Lebendig sind die einfach. Ne? Und edel schaut es aus. Okay, also, so viel dazu. Weiter geht's. Also, und da, das habe ich jetzt ausprobiert. Und wenn ich das diagonal durchschneide, dann sitzen sie wohl ein bisschen schräg, aber da, die sitzt auch wieder gerade. Also, müsst ihr halt schauen, aufpassen, ne? Nicht, dass dann so ist. So hätte mir es jetzt nicht gefallen, ne? Wenn es so laufen würde. Gut, da braucht ihr 6 Stück in 10 mal 10. Und diagonal dann schneiden, damit ihr es da drauf bringt. Ne? So, 6 Stück. Dann braucht ihr Band. Das Band ist, jetzt muss ich gerade mal auf meinen Zettel schauen, 60 cm circa. Das ist Sommerbeere. Das ist aus dem letzten oder vorletzten Katalog. Ich weiß es gar nicht mehr, Jahreskatalog. Ich habe das schon Weile hat mir das dann auch genau in der Ausverkaufsecke was drin. Ich weiß nicht, ob es noch drin ist. Ein wunderschönes Band ist da so mit Silber abgesetzt. Lässt sich auch schön zu Schleifen binden und so. Ist ein weiches Band, lässt sich schön verarbeiten. Und ja, es muss älter sein, weil Sommerbeere ist. Und Sommerbeere ist ja eine wiederkehrende Farbe, die ist ja jetzt wieder aktuell. Und da habe ich mir gedacht, da habe ich mir nämlich gleich in der Ausverkaufsecke mal 2, 3 Rollen bestellt. Und dann kann ich das nämlich auch noch verwenden. Dann habe ich für außen, für die Deko mit dem Glitzerpapier, das Glitzerpapier ist glaube ich nicht mehr im Katalog, aber ihr habt bestimmt irgendein Glitzerpapier oder vielleicht auch ein Silber oder ein Weiß, schaut auch edel aus, kommt eher auf die Farbgebung an. Habe ich mir das ausgestanzt. Dann braucht ihr auch für vorne. Das ist ein Teil, ich muss die Karte mal zumachen. Und zwar werden wir das da vorne, werde ich das so über das Band legen. Keinen kompletten Aufleger, nur das übers Band, damit das Band verdeckt ist, wird ja da aufgeklebt. Und dann kommt das Teil drauf und dann noch der Spruch. Genau. Braucht ihr das? Das ist 10. Habe ich denn geschrieben? 10,5 mal 2 ist das Stück. Und dann braucht ihr noch ein Etikett mit Liebe für dich ausgesucht. Das habe ich dann mit der Handstanze aus dem Mini-Katalog. Die Handstanze heißt Hexagone von Herzen. Okay, das habe ich und habe es außen ein bisschen geinkt, habe ich mit Sommerbeere gestempelt. Dann braucht ihr für innen, für die mittleren 3 Quadrate, 3, 4, 4, 4. Ich habe 9 Schneider drin. Und bei manchen Papieren franzt es ein bisschen. Also da jetzt bei dem Fräsenlila, das ist anscheinend ein bisschen dicker. Das franzt ein bisschen. Komisch. Naja, die sind 9,6 mal 9,6 und dann noch 4 Weiße für innen. Die habe ich beschriftet, also bestempelt und mit Spruch und mit Motiv. Und die sind 9,1 mal 9,1, da braucht ihr auch 4 Stück. So, also, dann fangen wir mal an. Wenn ihr die
Grundkarte, sage ich einmal, die drei Teile. Wenn ihr die gefalzt habt, dann falzen wir die einfach einmal nach. Und zwar falzen wir die in beide Richtungen, damit es sich nachher richtig zusammenlegen lässt, weil wir jetzt noch nicht wissen, was wir wo drauf kleben. Ne? Also ich falze es in diese Richtung und ich falze es auch in die andere Richtung. Und dabei schaue ich natürlich, dass es schön gerade aufeinander liegt. So, einmal. Einmal so, das Kreuz. Dann die Diagonale. Die Diagonale. Und das Kreuz. Da ist der Farbkarton 21x21 und die Kreuze sind in der Mitte natürlich gefalzt bei 10,5 und dann einmal von Spitze zu Spitze auf einer Seite. Na? Dann habt ihr hier eine Falz und hier eine Falz. Hier nicht. So. Dann haben wir das. Dann legt ihr euch die Teile. Muss ich da mal ein bisschen Platz machen? Dann legt ihr euch die Teile so nebeneinander, dass die diagonale Falz, Spitze zu Spitze, senkrecht zu euch läuft. So praktisch. Na? Sieht man das? Muss ich gerade mal gucken? Ja, das sieht man. Okay, so. Und jetzt wird das mittlere Teil hier aufgeklebt und hier aufgeklebt. Und zwar so, dass man es neben die Falz klebt. Dazu nehme ich meinen Tombow. Streiche mir das ein. Genug, dass man ein bisschen rutschen kann, aber nicht so viel, dass es dann an die Falz rausquillt. Dann setze ich mir das an, neben die Falz. Und wenn man da und da neben der Falz bleibt, dass man die Falz noch sieht, dann ist diese Falz automatisch außerhalb von diesem Bereich. Und somit lässt sich dann die Karte besser zusammenfalten. Weil wenn ich es auf die Falz lege, dann sperrt es. Ne? Ist klar. Dann lässt es sich nicht so gut knicken, weil was im Weg ist. Dass ich dann auch nicht mit dem Kopf wieder im Weg bin. Ihr könnt auch das auch ein bisschen hochstellen und hinrutschen. Das geht nämlich auch ganz gut, weil dann sieht man nämlich genau, wo man knickt oder wie man knickt und dann ist das nicht im Weg. So, dann streicht man das ein bisschen glatt. So. Und ja, genau. Ihr nehmt diese zwei, das gerade noch einmal in alle Seiten noch ein bisschen biegen. So, also diese zwei gehen auf euch zu. Also ihr langt nur daher und legt das einmal so her. Und diese zwei wieder. Ja. So, genau. Also ihr langt da praktisch hoch und schiebt es so zu und dann legt sich das schon von ganz allein. So, die zwei nach innen und die zwei gehen nach außen weg, also nach hinten. Ne? So, genau. Und dann könnt ihr das so zusammenlegen. Dann geht er gleich her und geht mit eurem Falzbein noch einmal so kräftig drüber. So, genau. So. Dann ist die so und wenn ihr es jetzt so zusammenschiebt, da muss man oft einmal ein bisschen nachhelfen, ne? Dann legt sich das schon von ganz allein. Dann kann man sie jetzt von innen bestücken. Das heißt, wir kleben, ja, ist eigentlich egal, weil ich habe es ja vorbereitet. Ne? Ich klebe jetzt erst einmal meine bestempelten weißen mit 9,6. Ne, mit 9,1 mal 9,1 klebe ich auf die
auf die Fräschenlila, das ist Brombeermus, ne? Beim Bestempeln von den Weißen müsst ihr natürlich die auch so hinlegen, dass ihr auf Spitze, ne? Dass ihr nicht so hinlegt, sondern so, ne? Dass die Spitze zu euch zeigt. So, einmal mache ich so. So. Außen muss man dann natürlich schauen, dass wir zuerst das Band festmachen. Ne? Ich sag's bloß gerade mal. Falls jemand vielleicht schon dann schneller ist. Also ich finde, die Karte macht was her. Und die Karte kann man auch, wenn ich die zwei jetzt noch eingeklebt habe, dann zeige ich es euch immer. Die kann man nämlich auch ein bisschen aufstellen. Ist zwar dann ein bisschen größer, man braucht ein bisschen Platz, aber der Beschenkte kann hergehen und kann es als Deko ein bisschen stehen lassen, wenn es ihm denn gut gefällt. Ich finde es eh schade, wenn man so Karten macht, wenn die dann nach dem Geburtstag oder nach dem Ereignis halt, wenn die dann in der Schublade verschwinden. Also so legt man sie zusammen, ne? So. Und wenn man es so macht, dass man das untere nach hinten und die zwei nach vorne, dann könnte man sie so sogar ein bisschen aufstellen. Also macht was her, so Schreibtisch wird es vielleicht ein bisschen groß, aber weiß nicht, auf einem Sideboard oder so oder auf einem Regal, wenn man ein bisschen Platz hat. Okay, dann kommen jetzt die Designerpapiere. Da hätte ich auch schon ein bisschen Vorarbeit machen können. Aber vielleicht schneide ich da auch was raus nachher beim Video. Weil das könnt ihr, glaube ich, ganz gut allein einkleben. Da müsst ihr mir nicht dabei zuschauen. Was natürlich im Video praktisch ist, man kann halt auch vorspulen. Ne? So. Alles aufgeklebt, dann falten wir sie mal zusammen, so wie wir das gelernt haben. Und dann, also so macht man sie auf und dann würde ich jetzt hergehen und würde praktisch, wenn das die äußere Spitze ist und das so, ne, wenn man sie so aufklappt, dann würde ich jetzt schauen, dass ich so die Schleife drauf mache. Aber im Prinzip ist es egal, ob so oder so. Ich mag so drauf. Ich gehe daher, lege mir, muss ich immer abmessen, da habe ich nämlich keinen, doch. Moment, ist 10,5. Na, ist ungefähr 5,25. Mache ich mir da und da ungefähr, ja, ungefähr eine Markierung, also ungefähr mittig, muss ich sagen. Dann nehme ich mein doppelseitiges Klebeband und setze mir das da auf. Und dann messe ich mir so ungefähr, das heißt, warte mal, man kann es auch anders machen. Ich suche mir die Mitte vom Band, die Mitte. Und die Mitte kommt so drauf. Das heißt, ich lege mir das so rein und schaue, dass ich da hinten die Mitte habe. Ne? Ich lege die vorne aufeinander. So, dann darf es jetzt natürlich nicht mehr verrutschen. Dann gehe ich her und mache mir die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband ab. Nimm das Band und lege es gerade darüber.
Und dann war es das schon. Da kann man das schon zusammenbinden. Ne? Und dann kann man es auch aufmachen. Wenn man es nämlich da hinten auch festmachen wird, wenn das jetzt da fest ist, dann kann ich die Karte gar nicht entfalten, weil es da bremst. Ne? Deswegen nur die eine Seite oder hinten festkleben, wie ihr das wollt. Ich mag es vorne. Und dann mache ich vorne ja auch jetzt dann noch Deko drauf und dann ist es versteckt sozusagen. So, liegen bleiben. Dann kommt vorne gleich zum Verdecken das Stück Sommerbeere. Und zwar ist das Stück 10,5 so breit wie die. Ein Quadrat ist natürlich 10,5 mal 10,5 und 2 cm breit. Und da habe ich mir drei so Streifen doppelseitiges Klebeband drauf gemacht, weil das Band ist doch schon recht breit. Und das Band ist recht breit. Und mit Tombow kleben auf Band finde ich nicht so gut. Dann mache ich das immer gern mit doppelseitigem Klebeband. Und da passen gerade drei, so mit 0,6 hat es glaube ich Breite, da drauf. Ich mache auch, wenn ich jetzt ein Quadrat aufgeklebt hätte, so wie ich es bei dieser Karte habe, und das ganze Quadrat klebe ich natürlich mit Tombow auf, ist klar. Aber hier unten drunter und hier unten drunter, da wo das Band ist, da mache ich immer so ein Stück, so 2 cm doppelseitiges Klebeband, weil wie gesagt, beim Band klebt der Tombow nicht so richtig und dann ist da auch keine Lücke, ne, wenn das nicht anzieht, weil der Tombow zieht sich in das Band rein und dann klebt nichts mehr und dann liegt es schön an. Ihr müsst natürlich beim Aufkleben ein bisschen aufpassen, weil das könnt ihr ja ganz schlecht wieder abziehen. Das gleiche Problem habe ich jetzt da auch. Aber ich gehe jetzt her und setze das so an und schaue so Augenmaß, Pi mal Daumen, dass das Band in der Mitte sitzt. Dann lege ich es da noch nicht auf und schaue auch, dass es da passt. So, na? So genau, dann ist es da ein bisschen versteckt. Bleib. So. Dann klebe ich hier, oh, das passt klasse. Das ist natürlich ein bisschen größer, weil die Stanzform größer ist. Aber ich klebe das jetzt einmal ein bisschen auf. Mal das so aufkleben? Nee. So, schöner. Das klebe ich jetzt auf und zwar mache ich mir da Tombow auf die Punkte. Auf die Punkte. Wo ist mein Tombow? Na. Aber immer nur so ein Tupfer, damit es gar nicht so rausquillt. Das wird zwar nicht ganz so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Wirklich nur so ein. Und an den obersten oder an den untersten ist es natürlich am wichtigsten. Die mittleren glaube ich nicht einmal so eich, weil da kommt ja noch ein Etikett drüber. Aber oben unten sollte es nicht abstehen. Nicht, dass es dann abreißt. Ne? So, und jetzt schaue ich, dass ich das so auf die Hand lege, so locker wie es gehört. Dann nehme ich meine Pinzette und lege mir das dahin, wo es hin soll. Es ist eine Stanzform, ich finde die sehr schön, edel, gerade auch jetzt mit dem Glitzer, das ist ja genial, das ist ja supi. Die natürlich jetzt nur das Innenleben ausstanzt, sag ich einmal. Normalerweise kann man die auch nehmen, schneidet ein Teil zurecht, wie die Stanzform,
also größer, meinetwegen dann 3,5 oder 4, 4 mal 13, ne, ausschneiden oder vielleicht ausstanzen mit einer Rechteckform. Wenn ihr habt, müsst ihr mal gucken, das habe ich noch nicht probiert. Und dann die Stanzform reinlegen und dann ist es in dem Feld, ist es dann ausgestanzt. Und dann hält es auch, weil es ja oben fest ist. Ne? Also ich habe das ja jetzt da abgeschnitten auch. Ne? Und das mache ich jetzt da auch noch einmal. Da gehe ich dann her. Mal schauen, wie ich das halte, damit ich da rankomme. Und schneide mir das da ab. Da geht es besser, weil da die richtige Papierkante ist. So, genau. Toll, edel. Wow, klasse. Hört mal gut. Ich habe es gedacht, ja, da klebt es nicht, da muss ich noch was drunter machen. Sonst knickt es das ab. Da und da. Und noch ein bisschen halten, dass es anzieht. Und da fehlt noch was. So. Ja. So. Da steht es auch noch ein bisschen ab. Das hätte man natürlich eh machen können, fällt mir gerade ein. So ein größeres Stück ausschneiden, die Stanzform reinlegen, aufkleben, weil dann hat man das, dann fällt es nicht so auseinander, weil es oben und unten befestigt ist, durch das Papier, wo es noch dran ist. Und dann abschneiden. Wäre gescheiter gewesen. Fällt mir jetzt auch gerade ein. Aber naja, okay. Da unten habe ich auch noch ein Eck. Noch nicht klebt. So, aber jetzt. Da schaut mir ein Kleber vor. So, und dann kommt da das Etikett noch her. Das Etikett klebe ich mit Dimensionals auf. Jetzt hoffe ich immer, dass das Video nicht so lang war. Ich habe vorhin gar nicht auf die Uhr geschaut, wie ich angefangen habe. So, mit Liebe für dich ausgesucht. Genau. Und dann mache ich das dann noch daher. Jawohl, Schleifchen haben wir ja dann hier. Und dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Bling Bling. Jetzt muss ich mal gucken, was ich habe. Wassermelone, weiß, grüner Apfel. Ja, innen könnte ich grüner Apfel nehmen. Das ist aus dem Herbst-Winter-Katalog. Das läuft aber nicht aus. Wird sich in einem der nächsten Kataloge wiederfinden, wird wahrscheinlich in den Jahreskatalog in den nächsten einziehen. Dann habe ich da Boho-Blau-Kupfer. Ne, das passt nicht. Babyrosa-Fräschen-Lila haben wir da. Das könnte man nehmen. Oder wir nehmen einfach nur. Die können wir auch nehmen. Die sind auch aus dem Jahreskatalog. Die haben so leichte Sprengel drin. Findet ihr im Katalog. Wenn ihr noch einen Katalog braucht, meldet euch. Ich schicke euch gern einen zu. Da mache ich jetzt gar nicht so viel, weil das Glitzer macht ja schon genug. Was her. Und dann schauen wir mal innen. Innen. Fliegen meine Glitzer rum. Hohohoho. Hat sich ein Glitzer reinfällt. Schaut gar nicht schlecht aus, ne? Gehört aber nicht hin. Oh. Muss ich da mal schauen. Es ist da reingerutscht und da war Kleber dran. So.
Setz mal Steinle drauf. Da kann man doch so eins nehmen. Man kann ja gut kaschieren, ne? Sag ich immer. So. Blau haben wir nicht. Das Grün. Ja. Einfach so Querfeldbeet ein bisschen verteilt. Es muss ja gar nicht so viel sein. Nur, dass da auch ein bisschen Bling-Bling ist. Ups, nein, nicht festkleben. Da will ich dich hinsetzen. Und dann kommt Blau, haben wir nicht. Nehmen wir noch ein Grün. Hierher. Und noch eins daher. So, halt, da haben wir noch nichts. Machen wir da. Dann nehmen wir auch ein Grün. So, und schon ist die Squash-Fold-Card fertig. Also ich finde die richtig klasse. Natürlich durch das Designerpapier, das macht natürlich schon was her, ne? Also edel. Ich weiß auch schon, wer die dann bekommt. Ich muss ja auch immer schauen, dass ich meine Sachen, die ich bei den Hops oder so für meine Videos bastel, dass ich die dann auch irgendwie wieder verteilt bekomme. Und da habe ich schon eine Kundenbestellung. Und die wird diese bekommen. Da passt die nämlich ganz gut. Also ich habe schon geschaut. Und ja. Fertig. Schön. Toll. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich verlinke euch unten meinen Blogbeitrag, meine Homepage. Und dann könnt ihr zu den anderen Mädels hüpfen und euch dort wahrscheinlich auch andere Varianten von der Squash Fold Card anschauen, weil ich habe da schon, wie ich mich umgeschaut habe, was das eigentlich ist. Es gibt ein paar verschiedene Varianten, die man machen kann. Da werde ich die eine oder andere vielleicht auch noch ausprobieren. Ich konnte mich da erst gar nicht so recht entscheiden. Aber die hat mir auch sehr gut gefallen, weil sie so eigentlich recht handlich dann zum Verschenken ist. Ne? Wenn jemand noch, nur als Tipp, wenn jemand noch ein Beschriftungsfeld vermisst, fällt mir gerade auch selber auf. Wenn man sie aufstellt, ist es natürlich nicht so toll, wenn das Beschriftungsfeld da vorne ist, weil wenn dann jemand zu Besuch kommt, es geht ja niemandem was an, was einer einem geschrieben hat. Man könnte aber hinten ein, zwei Felder noch mit, da ist auch, hat sich auch was verirrt, überall Glitzer. Weg. So, dann kann man da vielleicht zwei Felder machen und dadurch, dass die da glatt ist, kann man da natürlich gut beschriften, ne? So, halt. So, genau. Okay, ihr Lieben, das war's. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Vielleicht schenkt ihr mir auch einen Daumen hoch und aktiviert die Glocke. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke, tschüss.